Es geht hier um zwei Kugeln, eine Kugel, noch eine Kugel und die sollen sich irgendwie schneiden, Sch Schnittkreis, Radius oder sowas berechnen. Das Wichtigste an dem Video ist, macht eine Skizze, weil wenn man hier nur die Zahlen sieht, pff, da weiß man gar nichts. Wenn man aber eine Skizze macht, ähm, ja, also Kugel, die haben offensichtlich den Radius ja, 6. Also habe ich hier, wenn das. Der Mittelpunkt M ist und es ist N, dann habe ich hier M, dann habe ich N und dann habe ich hier, also den Radius 6 und hier habe ich den Radius 6. Und wenn es so da schnell skizziert ist, dann komme ich doch zurecht. Ja, dann kann ich hier so zeichnen. Genau. Und dann kann ich mir die Frage stellen, wie groß ist denn dieser Abstand Mn? Ja, weil wenn das Ganze. Also wie groß ist das? Wenn es 12 wäre, dann würden die sich ja offensichtlich berühren. Wenn es größer wäre, 13, dann würden sie nicht berühren. Und wenn es kleiner als 12 ist, dann ja, dann schneiden die sich und ähm, ich kann es auch. Also Spitze minus Fuß, Betrag von MN. Äh, das ist ungefähr, was habe ich denn ausgerechnet? Irgendwas mit 6,6. Ja, also äh, genau 6,5 so ungefähr. Ja. Das heißt, die schneiden sich. Ja, also hier alles weg. Die schneiden sich, schaut's aus. Schneidet sich sogar heftig. Und jetzt kann ich den Radius des Schnittkreises. Also, die, diese zwei Punkte sind Teil von einem Kreis, den muss man so vorstellen. Und hier ist dann dieses gesuchte R. Und nur, nur mit Nachdenken kommt man nicht drauf, weil wenn man es Skizze macht, dann kann man hier so Dreiecke einzeichnen. Ja, und dann der MN-Betrag von MN war ja. 6,5, dann ist das, das kenne ich dann, das ist die Hälfte, das ist 6,5 halbe und das da oben ist der Radius 6 und dann habe ich ein rechtwinkliges Dreieck und dann geht es mit dem Pythagoras. So, mit Pythagoras kann ich das kleine r machen. Und äh, Sinn von dem Video war, Eben Abi in Geo immer so schnelle Skizzen machen. Also, ich erlebe, dass da manche dann so zeichnen, so und dann versuchen sie den Punkt einzuzeichnen. Eins, zwei, drei und irgendwo so, und das dauert viel zu lang. Ja, es muss schnell gehen. Und meistens genügen so, so simple Sachen.